Hallöchen, ich bin herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bad Wars. Heute mal mit einem Gast, nämlich dem lieben Vesux. Moin. Ja, moin. Und ein Wunder ist geschehen. Wir haben ein Thema für diese... Was für ein Stankotti? Ein wichtiges, was uns beide betrifft und wirklich sehr zu Herzen liegt. Und das ist Geld zu meinen. Geld. Ja, hat vielleicht auch ein bisschen was mit Geld zu tun. YouTube Money und so, weißt du? Na, okay. Jetzt mal Spaß beiseite. Sprechen wir mal das Thema an und Kotti beginnt, weil ich gleich direkt First Rush mache. Spaß. So, sag. Ja, ich kann auch trotzdem gerne anfangen und zwar um das Thema, was vielleicht auch schon ein paar Leute kennen, entweder von anderen Kanälen oder vielleicht sogar schon von meinem Kanal oder sie haben das Video bei Vesux gesehen, keine Ahnung, bei dem ihr auch gerne vorbeischauen könnt, der Link ist in der Beschreibung. Und zwar geht's um Targeting und es ist halt wieder so, ich werde oft erkannt, Vesux wird oft erkannt, was an und für sich gar nicht schlimm ist. Wir mögen beide unsere Community sehr, weil ohne euch würden wir nicht das sein, was wir momentan sind. Und wir sind auch euch dafür auch sehr überaus dankbar. Allerdings gibt es da halt immer wieder solche Leute, die halt meinen, es wäre das Größte der Welt, wenn man uns killen würde. Was dann darauf hinausläuft, dass man uns targetet und ja. Das ist nicht wie so ein Target in Kurs geht, dass du vielleicht ein Schwert findest und dann einmal angreifst und vielleicht sogar verlierst. Aber die fokussen sich halt komplett mit allen anderen Teams auf uns. Das ist kein taktisches Team mehr, was die machen. Ist einfach nur noch lächerlich und traurig, dass uns, vor allem, dass mir das mit meiner Abozahl passiert. Bei Kotti kann ich es noch einigermaßen verstehen mit 1000 Abonnenten. Achtung, der ist bei uns. Ich lass mich töten. Wo ist der? Er hat keine Picke hat. Okay. Verstanden. Bett wäre weg gewesen. Ja. Ich nenne es einfach mal Glück im Unglück oder irgendwie so. Ja, rede einfach weiter, du warst gerade so schön im Redefluss, ich will dich jetzt nicht unterbrechen. Tim, was habe ich gerade gesagt? Ja, keine Ahnung. Und, genau, das mit meiner Abozahl, das kann ich überhaupt nicht verstehen, weil bei Kotti kann ich verstehen, hat 1700 Abonnenten, ich habe jetzt fast 700. Und, also, ich glaube 600... 87 sind 89 oder so mittlerweile, glaube ich, ja. Und, ja. Ich verstehe nicht, wieso... Also in QSG. Ich war mal QSG-Top. Aber das ist schon eine lange Zeit her. Aber viele können sich da noch erinnern, die früher auch schon aktiv QSG gesuchtet haben. Aber das ist halt ein Unterschied zu... Also, dass ich da getargetet werde, ist ein Unterschied, weil viele denken, dass ich noch gut bin. Ich bin aber total außer Form, by the way. Also ihr müsst mich nicht targeten, ich bin schlecht. Ja. Aber in Bad Wars werde ich mittlerweile auch, weil ich mal eine Zeit lang Only Bad Wars YouTuber war, werde ich mittlerweile auch ziemlich getargetet. Ja. Aber Kotti halt noch viel öfter. Er wird oft auch für Runden angeschrieben, aber dann gehen ja zufällig diese Leute eben auf Kotti. Und ja, das ist ein bisschen schade. Was es übrigens nicht heißen soll, dass es immer so ist. Es gibt natürlich auch Personen, die einfach mal unsere Situation verstehen und sagen, oh, es sind auch nur normale Menschen, aber trotzdem sind sie für mich was Besonderes, was ja auch gar nicht schlimm ist. Ja, oder für manche, also mir hat sogar einer schon geschrieben, dass ich irgendwie so ein Vorbild bin oder so. Finde ich natürlich sehr cool, aber ja, es ist halt dann auch so, dass viele sagen, das ist der größte Hunsen auf diesem Planeten, die mich dann ein Jahr lang gefühlt targeten, um mich einfach getötet zu haben. Und ich finde es ein bisschen schade eigentlich schon, weil eigentlich wollen wir nur normal spielen, so wie alle anderen Spieler. Klar, wir wollen oft auch aufnehmen, aber das macht keinen Unterschied. Wir reden dazu ein bisschen in den PC rein, aber sonst ist das kein Unterschied zu normalen Spielern. Und ja, ich finde es einfach so ein bisschen schade, dass sich das so entwickelt hat. Und ja. Genau. Ja, das war das Wort zum Sonntag.
Nee, aber ist halt wirklich leider so, dass sich das wirklich halt in so Extreme mittlerweile wirklich umgewandelt hat. Oben ist übrigens einer PS. Wenn du dich mal hochtrauern willst oder so, weil du gerade etwas weniger Equip hast. Ich habe wieder Blöcke hingelegt. Ja. Ich meine, wir haben wirklich beide Spaß an YouTube ohne Ende. Und wir mögen wirklich unsere Community über alles. Und wie gesagt, es soll halt wirklich kein Hate sein, aber nehmt euch diese Worte einfach mal zu Herzen, weil, naja, wir sind wirklich, wie gesagt, nur normale Menschen und ja, wir wollen auch nur normal spielen, so wie ihr. Wollen wir auch einfach nur eine normale Bedros-Runde spielen, ein bisschen unsere Stats pushen, weil wir haben jetzt durch den Target, ich habe irgendwie 0,5 schlechter gemacht, meine KD. Und das ärgert mich halt schon ein bisschen, weil ich habe mit Cotti heute irgendwie meine KD um 1,3 hochgefahren. Und dann haben wir durch so ein Target wieder ordentlich Verlust gemacht. Und das ist einfach dann so ein bisschen demotivierend. Dann macht es halt nicht mehr ganz so viel Spaß wie sonst. Ja. Ja, das stimmt. Hast du wieder wen erkannt? Nein. Aber blaues O mit Bow. By the way. Und da, ja, ich glaube, es passiert schon wieder so richtig zur Hälfte. Pass auf, irgendwo ist einer. Weiß ich nicht, ob das absichtlich ist, aber gerade haben die uns halt auch noch drauf angeschrieben, dass wir sind. Dann haben sie getargetet. Das finde ich halt lächerlich. Ja, und sie sind halt auch Vesux in der Lobby nachgesprungen. Das war das lächerlichste von allem. Die sind halt Vesux wirklich nachgejumpt in der Lobby, haben geguckt, auf welches verdammte Schild er guckt. Und sind dann da auch reingejumpt. Wir waren nicht mal mit denen befreundet. Die sind einfach in jede Lobby reingegangen. Bis sie verdammt nochmal unsere Skins gesehen haben oder unseren Namen und sind dann einfach mit in die Runde reingegangen. Und das ist dann wirklich schon, das geht dann wirklich schon hart an die Grenze, finde ich persönlich. Ja, ja. Und, ja. Warte, jetzt wollte ich irgendwas sagen gerade. Ja, ich habe auch früher immer Nachspringen angehabt und meine Freundesliste war immer öffentlich, ihr konntet immer alle da rein. Das war überhaupt kein Ding. Aber jetzt, seit mir das jetzt gerade passiert ist, habe ich einfach mal Freundesliste privat gemacht. Und Nachspringen aus, weil ja, es ist einfach schade, dass man denen nicht mehr vertrauen kann, dass sie einen mal in Ruhe lassen. Und ja, das ist halt so der Grund, warum ich jetzt Nachspringen aus habe. Und ja, genau. Ja, bei mir ist es mittlerweile halt wirklich so, dass die Freundesliste auch voll ist, deswegen wird da erstmal auch keiner reinkommen aus der Community. Wirklich nur noch Leute, die ich kenne. Unser Bett ist weg. Ach nee. Ich hab mich einfach suicided. Unser Bett wird nicht weg sein, weil er ist mega low, der Typ. Bin runtergefallen. Hab ihn. War One-Shot. Also, es ist jetzt doch keiner mehr bei uns. Doch, der kommt von oben ein zweiter. Ich baue mich hoch, okay. Ich hab ein Bo, ich baue mich gerade schon hoch, weil ich kann einfach rumspammen. Okay, wir bauen uns beide hoch. YOLO. Er ist unten. Oder? Er hat gerade falsch schlagen kassiert, wo ist er? Keine Ahnung, ich gehe von hinten hoch. Ja, er ist hier, er ist hier. Wo? Auf dem oben? Ja, ganz oben. Ganz oben auf dem Dach halt. Naja, also das war halt einfach das Thema und wir bitten euch, sowohl Vesux-Community als auch meine Community, ohne es jetzt wirklich überhart böse mit euch zu meinen, einfach mal diese Worte zu Herzen zu nehmen und vielleicht mal überlegen, ja, ob ihr es selber auch immer... Achso. Ich bin down. Ich hab's gesehen. Hast du ihn? Er ist runter. Nice. Und mal überlegen, ob es wirklich vielleicht nicht immer das Richtige war, was man selbst getan hat. Ich behaupte auch nicht, dass ich komplett frei von solchen Sachen bin. Klar, manchmal passiert es halt einfach und ich nehme es auch bei einmaligen Sachen nicht immer sofort jedem übel. Manchmal häuft es sich halt einfach an, aber es ist halt bei uns wirklich so, dass man wirklich mittlerweile fast jede Runde getargetet wird. Und wir wollen uns jetzt auch gar nicht so als fame, übergeile, hart krasse YouTuber oder bekannte Leute aufplustern, aber ist halt einfach Fakt und es reizt halt schon extrem. Ja, genau. Hast du super zusammengefasst. Ja, würde ich sagen. Bin halt einfach toll in sowas, ne? Zusammenfassung, Deutsch 3+, kann man machen, weißt du. Ja, wenn ich in Deutsch meine 3+ schreiben würde, ne? Wenn ich überhaupt meine 3+ schreiben würde.
Ja, das war auch so mit die erste in diesem Jahr. Ja, doch, stimmt. Ich hatte in Deutsch auch eine 3 plus. Das war richtig nice. Ich wusste nicht mal, dass wir eine Arbeit schreiben. Das sind immer die besten Arbeiten. Ja, ist wirklich so. Sollte man echt nicht aufpassen. Ja, jetzt haben wir hier schön 9 Minuten gelabert mit ein bisschen Noob-Gameplay. Aber naja, es ist wirklich einfach mal Real Talk und es hat uns jetzt wirklich hart aufgeregt. Wir wollten erst nur normal zusammen aufnehmen und hatten gar kein Thema. Haben uns halt normal eingespielt und da ist uns das halt schon aufgefallen, dass wir zwei, besonders als Team, weil wir halt beide YouTube-Kanäle haben und auch beide so ein bisschen von wegen Stats eher auch bei QSG und ja, insgesamt halt schon ein auffälliges Team sind, so gesagt jetzt mal. Ja, ist uns das schon relativ klar geworden schnell. Und ja, haben wir es mal sofort als Thema zusammengefasst und wollen das mal hier erwähnen. Ja, das war's dann auch schon mit dieser Runde und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte nehmt euch die Worte zu Herzen und schaut beim lieben Wesux vorbei. Und da haben wir auch noch was aufgenommen mit dem gleichen Thema. Vielleicht haben wir da noch was gesagt, was wir hier nicht gesagt haben oder ein bisschen netter ausgedrückt. Keine Ahnung. Sorry, Leute, falls wir gerade ein bisschen genervt klingen. Aber es ist halt einfach wieder so gewesen. Und ja, möchte liebe Wesux noch irgendwas sagen? Eigentlich nicht. Lasst ein Like und ein Abo bei Cody da. Jo, und bei Wesux natürlich das Gleiche. Jo, ciao. Ich möchte natürlich schön, ne, Kommentare und ein paar vielleicht aus meinen Kommentaren unter seinen Kommentaren sehen. Ne? Also Leute, gebt euch Mühe. Jo. Jo, dann bis nächstes Mal und tschüss. Ciao.